Hallo, da bin ich wieder mit einem Video. Gerade ist mein Dani Poise Kit angekommen und wir sind ja jetzt schon bei diesen Cutouts, die wollte ich mir unbedingt angucken wegen diesen Schneeflocken. Das ist jetzt das Dezember Kit. Happy Huhuhu. Ja, wie ihr seht, ich habe schon mal ausgepackt. Hier sind jede Menge Schneeflocken. Finde ich richtig schön. Mit so Goldglitzer. Die anderen habe ich hier liegen. Die zeige ich euch jetzt. Das ist dieses. Überwiegend ist diesmal drin von Create Paper die Falala-Kollektion. Das sind diese Ephemera-Pieces. Ich nenne die immer Cutouts, weil ich das andere so schlecht aussprechen kann. Hier sind noch verschiedene Tags drin. Die finde ich auch sehr schön. Ich finde, Tags kann man immer gut verwenden. Kann man ja auch als Geschenkanhänger verwenden. Und dann habe ich hier noch zwei so, ja, wie so Flaggen. Finde ich auch cool. Aber ich finde dieses Goldglitzer so toll. Eine Weihnachtskugel. Hier ist auch noch so ein Anhänger. Kleine Söckchen. Hier sind auch noch mal Weihnachtskugeln. Ich will die ganze Zeit Schneekugel sagen. Wie komme ich da immer drauf? Believe in Santa. Hier laufen sie Schlittschuh. Ja, finde ich richtig schön. Aber die Schneeflocken gefallen mir von denen echt am besten. S wie Snowman, D wie Deer, niedlich. Ja, eine Bingo-Karte und so ein Wohnwagen. So, ich packe die jetzt auf Seite, dann geht's weiter. Dann gab es natürlich wieder das Inspirationsheftchen. Die haben ja mehrere Kollektionen und das sind halt einfach immer Beispiele drin. Die kriegt man, ich glaube, das Heftchen kriegt man aber bei jeder Bestellung dazu. Dann gab es dieses Color Mist Spray Warm Calico. So, jetzt seht ihr das. Ja, da kann ich euch jetzt leider keine Beispiele zeigen, weil damit kann ich selber noch nicht so gut umgehen. Dann gab es hier so Holzsterne, die finde ich auch cool. So große Pailletten. Die sind wirklich richtig groß. Ich habe jetzt leider keine Pailletten hier, sonst würde ich euch mal den Vergleich zeigen, aber finde ich auch cool. Na, die blenden euch jetzt ein bisschen. Ja, wieder Buchstabensticker. Wobei man da ja immer bedenken muss, das sage ich auch immer dazu, die muss man nachkleben. Die kleben nicht gut, die halten nicht lang, sind zwar teuer, die sind jetzt von American Crafts Stickers. Die sehen aber schön aus, die sind so ein bisschen zweifarbig, aber die muss man immer mit einem vernünftigen Kleber nochmal, mit Sticky Kleber oder irgendwas nochmal nachkleben, sonst gehen die einem verloren. Das wäre echt zu schade. Also klebetechnisch sind die immer eine Katastrophe, aber wirklich immer. Dann habe ich hier Sticker. Die sind auch sehr schön. Guck mal, das Reh. Ja, finde ich sehr hübsch. Jetzt kommen noch die Papiere und dann war es das auch schon. Oder was heißt schon? Da ist ja eigentlich eine Menge drin. Ich habe gesehen, hier sind zwei Papiere von Pebbles. Die suche ich, glaube ich, jetzt auch mal kurz raus. Und die anderen Papiere sind alle von Create Paper, also von dieser Falala-Kollektion. Also von Pebbles sind diese beiden. Also das ist diese Kollektion, Pebbles Mary Mary. Finde ich sehr schön. Ich mag dieses Craftige sehr gerne. Hier ist wie Zuckerstangen. Und das ist von Pebbles. Das ist auch diese Mary Mary Kollektion. Ich zeige es euch nochmal so. Ja, hier sieht man auch dieses Craftige. Also ich mag das sehr gerne. Gefällt mir also schon mal gut. So, und das sind alles Papiere von Create Paper. Und ich glaube auch alle von dieser Falala-Kollektion. Insgesamt sind es 9 Papiere, wie glaube ich eigentlich immer an. Ne, hier ist noch eins. Das ist auch von Pebbles. Bevor ich euch hier irgendeinen Unsinn erzähle, finde ich auch sehr schön. Guck mal, die zwei Elfen.
Sehr niedlich, auch Mary Mary. Die Rückseite ist ganz einfach. So, also 3 Papiere von Pebbles und die restlichen 6 von Quilt Paper. Na, hier ist noch von den... So, ich zeige euch jetzt die restlichen noch. Finde ich auch sehr schön. Dann haben wir das hier. Ja, das ist ein ganz einfaches. Dann haben wir dieses hier. Ja, das gefällt mir gut. Dann haben wir hier. Einfach so schwarz. Ja, weiß ist das jetzt eigentlich nicht. Ja, die finde ich auch wunderschön. Das kann man sich wieder ausschneiden. Weh, wie Winter hat man eben diese kleinen, ne? Und hier sind auch nochmal so Text. Hier ist auch wieder das niedliche Reh. So, das ist jetzt das letzte Papier. Und hier sind nochmal so Bäumchen. So, das war die Kollektion. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke mal, ich werde davon ein Weihnachtsalbum basteln. Ich finde, das schreit da förmlich nach. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.